Dann gehen wir rein in das. Ich würde voll gerne in das Video von Kaiser gehen. Wir schauen uns an von Kaiser, wie Simon Unge seinen Ruf weiter ruiniert. Marco, was geht? Hallo, Smashbier, hi. Schönen guten Morgen, meine Freunde. Ja, wie mitbekommen hat, waren letztens die EU-Wahlen und ich hab gewonnen. Ich wollte mich da nochmal ganz kurz bedanken. Als erste Amtshandlung als alleiniger EU-Verantwortungsträger habe ich ein Konzept konzeptioniert, und zwar für Internetsicherheit. Mein Plan ist, wir schneiden Madeira einfach ab und schieben es zu Grönland rüber. Das fällt eh keinem auf. Na Spaß, aber was geht jetzt eigentlich gerade bei Simon Unge ab? Ich meine, es ist jetzt schon ein Monat her, dass er sein fettes Twitter-Statement gepostet hat in Bezug auf die Anschuldigungen von drei verschiedenen Personen. Rachel hat daraufhin ein Video gedreht, in dem sie darüber gesprochen hat, dass Unge angeblich ihre Katze misshandelt haben soll und während der Beziehung sehr besitzergreifend und manipulativ gewesen sein soll. Kiki, eine Freundin, die er übers Internet kennengelernt hat, ist in seinem Statement wie so eine richtige Stalkerin rübergekommen, obwohl das halt laut ihrer Erzählung auch gar nicht so war. Und Rita, die dritte Person, soll laut Unge die Beziehung mit seiner darauffolgenden Freundin geleakt haben durch Nachrichten, die sie auf Twitch mit mehreren Accounts in seinen und ihren Chat geschrieben hat. Sie meinte, dass ihr Account gehackt wurde und dass sie die Sachen gar nicht geschrieben hat. Das ist schwer zu beweisen, aber das ist halt jetzt gerade eben der Stand der Dinge. Carina Pusch hat dazu auch noch ein Video gepostet, in dem sie meint, dass Unge sie in der ganzen Das war auch sehr stark. Also das Carina Pusch Video war wirklich richtig gut, falls ihr das noch nicht gesehen habt und euch sowas gerne anschaut. Red, Gerichtsprozess, Thematik und sowas relativ viel gegaslightet hat und so. Es ist alles relativ Arsch. Ja. Und ganz am Ende kam dann noch das Vic-DLC, der eigentlich größte Part in Unges Abschied- und Statement-Video. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, aber ich hoffe, also bis hierhin sind wir alle auf einem Stand, oder? Ihr merkt schon, ich überfliege das Ganze so ein bisschen, aber auch nur aus dem Grund, weil es irgendwie schwerer wäre, das nicht mitbekommen zu haben, als schon. Würde mich nicht wundern, wenn das mittlerweile auch schon in der Schule gelernt wird, na, im Geschichtsunterricht oder so. Es wäre zumindest spannender als das meiste, was am Lehrplan steht. Jedenfalls war Victor. Nessie! Ey, du bist so böse manchmal. Was mit einem Mädchen mit dem Decknamen Mara zusammen. Und nach der Trennung hat sie was mit Unge am Laufen gehabt, wobei beide Vic versichert haben, dass nichts zwischen den beiden ist. Der hat sich daraufhin mit einer Freundin von Mara angefreundet, um herauszufinden, ob das stimmt oder nicht. Und sie hat ihm die Wahrheit erzählt. Jahre später hat Mara dann auch selber zugegeben, dass das stimmt, aber Unge soll das anscheinend immer abgestritten haben. Unge hat in seinem Abschiedsvideo dann auch den echten Namen von Mara verwendet, weil Mara ist ja nur ein Deckname quasi, um die Person zu schützen, aber er hat den Namen rausgehaut, entweder absichtlich oder unabsichtlich, aber er hat es bis heute nicht rausgeschnitten. Ich lasse es einfach mal trotzdem raus, obwohl eh schon jeder weiß, um wen es geht, aber das sollen sich die Leute selber machen. Jedenfalls hat Mara nach dem Name-Drop auf Twitter dann das hier geschrieben. Mein Name ist gefallen, er hielt es nicht für nötig, nachträglich nochmal die Stelle rauszuschneiden. Simon hat sich auch erst für den Name-Drop in seinem Video privat bei mir entschuldigt, nachdem ich öffentlich gepostet habe, dass ich mit Rachel in Kontakt bin und eine öffentliche Aussage zur Thematik machen möchte. Ansonsten schrieb er mir nicht ein einziges Mal. Ich habe einfach immer mehr das Gefühl, dass ich Simon egal bin. Als Vic 2020 dann auf Madeira gezogen ist, soll Unge anderen Leuten auf der Insel gesagt haben, so, yo, oder empfohlen haben, nichts mit Vic zu machen. Deswegen hat ihn das wieder von der Insel runtergeekelt und das ist halt aus genau diesem Konflikt entstanden. In Unges Abschiedsvideo hat er dann die meisten Sachen entweder abgestritten oder sehr, sehr abgeschwächt bestätigt, sag ich jetzt mal. Das hat ja, also das Statement-Video von Unge war wirklich nicht so gut. Ich muss sagen, alles, was dann noch von Unge kam, seien es die ganzen Posts, das Statement-Video, und. Also er hat ja viele Sachen auch schon wieder gelöscht, aber das ist alles, also ist nicht gut rübergekommen. Kam echt, also hat irgendwie nur noch mal so das bestätigt, was die Leute ihm vorgeworfen haben. Auch nicht immer perfekt funktioniert. Bestes Beispiel ist die Geschichte von Rachels Kater. Unge soll angeblich einen Barhocker und einen Koffer auf diese Katze geworfen haben, ne? Und das dann mit einem leicht satirischen Kommentar kommentiert. Ist nicht ganz so gut angekommen. Wenn ich den fange ich gleich an zu weinen, weißt du? Ich fand es interessant, wie er in seinem Statement dann den Vorwurf spezifisch angegangen ist. Und er hat es halt so erzählt. Ich habe noch nie eine Katze gequält, geschlagen, getreten oder irgendwas beworfen. Ich habe keinen Koffer nach der Katze geworfen. Ich kann mir nur vorstellen, dass im Streit irgendwie mal, dass ich mal irgendwie gegen den Koffer gerannt bin, weil das halt wirklich eng in diesem Container ist. Und das ja, alleine so diese, dass er eine Begründung dafür sucht, das habe ich ja auch schon mal gesagt. Alleine, also wenn ich weiß, ich habe zu 100% keinen Koffer nach einer Katze geworfen, dann versuche ich nicht eine Situation zu finden, in der das irgendwie vielleicht hätte passieren können, aber nur weil ich dagegen gerannt bin. Sondern dann sage ich ja ganz klar, ey, habe ich wirklich nie gemacht. Aber da noch irgendwie raushauen, ja, vielleicht bin ich ja mal gegen den Koffer gelaufen und dann ist der auf die Katze gefallen. Ganz komisch. Dann so dargestellt wurde, dass ihre Schwester geschrieben hat, er hat mit dem Koffer nach der Katze geworfen, und dass es im Nachhinein jetzt so ausgelegt wird, als wäre es die Realität, ist es meiner Meinung nach nicht. Aber ich möchte Rachel auch nicht ihre Realität absprechen, weil
man erlebt ja auch Dinge anders. Ist für mich ein sehr interessanter Punkt, weil what the fuck, wenn ich einen Koffer nach einer Katze geworfen habe, dann würde ich das ein bisschen eindeutiger formulieren. Ich sag nicht, dass das gemacht hat oder sowas. Halt. Jedenfalls haben sich jetzt nach 2 Wochen die Überschlagnisse erneut ereignet. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, Rachel hat auf Ex geext. Ja, ratet mal, wer jetzt arbeitslos ist. Im ersten Moment habe ich mir auch gedacht, okay, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man sich so über einen ewigen Edin lustig macht. Aber ich checkt, ja, sie meint sich selber. Okay, KuchenTV hat geschrieben, wegen dem Video niemals, oder? Und sie so, doch. Es sind jetzt leider nicht die Rahmenbedingungen bekannt. Angeblich hat... Das ist halt auch so crazy, dass du gefeuert wirst wegen einem Statement-Video, weil du dich rechtfertigst, weil dir etwas vorgeworfen wird von einer Person, die eine große Reichweite hat, dass du da überhaupt für gekündigt werden kannst, ist crazy. Project, dankeschön für 100 Bits, vielen lieben Dank. Hat sie in einer Apotheke gearbeitet, das ist zumindest das, was Leute im Internet sagen, also schwerst vertrauenswürdig. Da stellt sich mir dann auch die Frage, kann man jetzt eine Person aufgrund dessen, dass sie halt solche Vorwürfe quasi online geteilt hat, kann man die dann einfach so raushauen? Sind da jetzt verschiedene Faktoren, die damit reinspielen? Also ist jetzt noch in der Probezeit gewesen, dann ist es relativ einfach, sie dann einfach gegangen zu haben. Ne? Dann ist sie einfach nicht mehr da, weil wir wollen sie nicht mehr. Es könnte auch sein, aber das wäre kein triftiger Kündigungsgrund, zumindest von dem, was ich halt im Internet gelesen habe. Aber das weiß ich nicht. Ich bin nicht der Christian S. Dass er jetzt zum Beispiel die Firma mehrere Anrufe bekommen hat, dass sie mehrere Briefe bekommen hat. Haha, ist da nicht die Unge von dem Unge-Video oder sind die ganze Zeit Leute hingekommen und extra in die Apotheke oder haben da vandaliert? Da können sie sich wahrscheinlich trotzdem nicht raushauen, aber dann werden sie wahrscheinlich gesagt haben, okay, scheiß drauf, wir riskieren es einfach. Ich würde an Rachels Stelle auf jeden Fall einfach zur zuständigen, ich weiß es nicht, Arbeitnehmervertretungsstelle gehen und einfach probieren, da irgendwas rauszuschlagen, irgendeine Entschädigung oder sowas, weil wenn ich nichts gemacht habe, dann ist das nicht mein Problem. Kurz darauf hat sich dann auch nochmal Das finde ich halt auch echt crazy. Also natürlich, wenn da Leute angerufen haben oder hingegangen sind und das Unternehmen da irgendwie einen Schaden von sich getragen hat, okay, kann man dann vielleicht irgendwo bisschen verstehen, dass das Unternehmen sagt, boah, nee, darauf haben wir jetzt gar keine Lust, aber trotzdem, das ist einfach unmenschlich. Also es ist wirklich unmenschlich und ich weiß auch nicht, ob das so rechtens ist, aber man kennt ja auch die Bedingungen gar nicht, also ob sie noch in der Probezeit war oder nicht, wie das da alles passiert ist, aber ich glaube, ich würde da auch versuchen, gegen vorzugehen vielleicht. Auf Twitter gemeldet, weil laut ihm durch das Abschiedsvideo noch ein paar Sachen offen geblieben sind oder ein bisschen falsch dargestellt wurden. Er hat geschrieben, dann erwähnt er immer wieder, dass die ex-beste Internetfreundin von Mara sehr jung war, also die, mit der er sich angefreundet hat. Worauf möchte er hinaus? Mir ging es um Informationen und nicht darum, etwas mit ihr anzufangen. Wäre nicht mal nötig gewesen, wenn man mich nicht ein Jahr lang angelogen und gegaslightet hätte. Gerade in der Thematik sind viele Leute, glaube ich, so ein bisschen schlecht drauf zu sprechen, weil es kommt natürlich ein bisschen ungut rüber und es war auch alles andere als in Ordnung oder als cool oder sowas, dass er sich da mit einer anderen Freundin quasi befreundet, um dann herauszufinden, so, yo, haben die was am Laufen oder nicht? Das ist überhaupt nicht die Frage, aber viele Leute schreiben dann von Stalking oder sowas und ich glaube, das ist ein bisschen ein zu groß. Das ist halt auch krass, dass man diese extremen Begriffe teilweise so leichtfertig benutzt, wie zum Beispiel das Stalking. Das ist ein junger Typ gewesen, der einfach komplett verzweifelt war, weil er von seinem Freund angelogen wurde und von dem Mädchen, das er geliebt hat. Und klar war das nicht cool, die Aktion. Natürlich sollte man versuchen, sowas einfach abzuschließen, sich nicht sehr damit zu beschäftigen. Aber das war einfach ein Typ, der, ja, wie gesagt, auch noch sehr jung war. Das ist ja auch jetzt liegt jetzt auch Jahre zurück. Der sich halt einfach mit einem Mädel angefreundet hat, um was rauszufinden. Klar, nicht die coolste Aktion, aber definitiv kein Stalking. Großer Begriff dafür, weil er ist jetzt nicht zum Beispiel zu ihr nach Hause hingefahren und hat geschaut, ob sie dort ist oder sowas. Ja, das hätte ich auf dem Peilsender gesehen, den ich an seinem Auto fixiert habe. Ich bräuchte für meinen Part einfach ein bisschen mehr Informationen von ihm darüber, wie im Detail das Ganze abgelaufen ist. Zum Glück hat er in seiner Instagram-Story gepostet. Ich erzähle euch nun, wie im Detail das Ganze abgelaufen ist. Erstens, der Erstkontakt zwischen Alina und mir erfolgt nicht dadurch, dass ich irgendwas herausfinden wollte. Wir lernten uns bereits kennen, als ich noch mit Mara zusammen war. Zweitens, weder gab es ein Einfordern von Chatlogs, noch habe ich sie auch nur ansatzweise gedrängt, mir die Wahrheit über Simon und Mara zu sagen. Tatsächlich war es Alina, die von selbst mit der Wahrheit auf mich zukam. Der Grund, ich tat ihr leid. Und sie erwähnte zudem, dass ich das nicht verdient hätte, wie mit mir umgegangen wird.
Die intimen Chatlogs schickte sie mir komplett ohne Vorwarnung. Drittens, der vermehrte Kontakt war ein Vorwand und ich stand bereits in meinem Video dazu, dass das nicht in Ordnung war. Aber zu behaupten, dass ich Stalking betrieben hätte, ich absoluter Schwachsinn. Ihr solltet mal aufhören, so inflationär mit starken Begriffen um euch zu werfen. Es ist kein Stalking, einem öffentlichen Tumblr-Blog zu folgen und eins und eins zusammenzuzählen. Es ist kein Stalking, einer anderen Person meine verzweifelte Lage mitzuteilen und zu hoffen, dass sie mir etwas sagt. Stalking wäre, wenn ich Mara buchstäblich aufgelauert hätte. Und das habe ich nie. Wie gesagt, das kann ich attestieren. Viertens, alles, was ich hier schreibe, kann Alena selbst heute zu 100% bestätigen. Ich habe nicht meine Macht eingesetzt. War es dennoch uncool? Klar, aber tut nicht so, als wäre es ein händereibender Masterplan von mir gewesen. Vor allem, die Leute tun auch so, als wären sie perfekt. Als wäre nie irgendeine Art von Drama in deren Leben passiert. Als hätten sie nie irgendwie mal, keine Ahnung, was gemacht, was eigentlich nicht so cool ist. Als hätte man nicht irgendwie mal einen Fehler gemacht. Als wäre man nicht mal in ein Fettnäpfchen getreten. Als hätte man nicht mal auch einen Freund, eine Freundin unabsichtlich verletzt mit seinem Verhalten. Als hätte man nicht mal, weil man Liebeskummer hatte, irgendwie eine Instagram-Seite von der Person gestalkt, so wie das ja auch immer gesagt wird. Als hätte man nicht auch mal, als wäre man nicht mal neugierig gewesen, was der Ex die Ex macht oder die Person, in die man halt verliebt ist. Und da irgendwie mal so ein bisschen im Internet recherchiert. Also, es tun immer alle so, als wären sie heilig. Also, als wären sie so Heilige, die alles immer richtig machen, die immer total bedacht handeln und immer alles fünfmal überdenken, bevor sie was machen. Lieber keinen Fehler machen, weil man lernt ja genug aus dem Fehler anderer. Und so, also so, das ist so bescheuert. Das ist so bescheuert, weil das ist ja nicht so. Und das ist auch völlig okay so. Wir sind alle nur Menschen, die hier viele Dinge zum ersten Mal machen. Wir sind hier zum ersten Mal auf dieser Welt, zumindest denken wir das. Wir wissen ja nicht, wird man wieder geboren oder so. Aber man ist hier zum ersten Mal. Man macht Fehler, man probiert sich aus, man hat Gefühle, man handelt manchmal nach diesen Gefühlen und manchmal ist es halt auch falsch. Manchmal fällt man hin, manchmal muss man wieder aufstehen, manchmal fällt man nochmal hin. Manchmal geht man den falschen Weg, manchmal biegt man falsch ab. So, das passiert uns allen. Und das so zu verleugnen und lieber mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, boah, aber das, was du da machst, das ist aber nicht cool. Sowas macht man nicht. Hey, ja, von außen betrachtet ist sowas immer leichter zu sagen, weil man das einfach ein bisschen objektiver betrachtet, als wenn man in einer Situation steckt, in der man sich falsch verhandelt und falsch verhält. Und sowas immer so zu judgen, und zwar so übertrieben zu judgen, dass man einer Person gleich irgendwie zum Beispiel Stalking anheftet oder irgendwelche anderen krassen Vorwürfe da gegen eine Person aufstellt, das ist so unmenschlich. Das ist wirklich so unmenschlich. Und ja, das ist mein Gedanke dazu. Alena Moda war / ist eine Influencerin, sag ich mal. Also sie hat damals so ein paar Vlogs auf YouTube hochgeladen, zu einer Zeit, wo aus irgendeinem Grund jeder... Ich habe mal aus Versehen ein Bild von meinem Crush in die Klassengruppe geschickt. Ich glaube, das war mit Abstand das Peinlichste in meinem Leben. Oh mein Gott, Nessie. Ich glaube, ich wäre gestorben. Ich glaube, ich hätte Schule gewechselt. Also Real Talk, ich glaube, ich hätte mich erstmal für einen Monat krank geschrieben und hätte meine Eltern angefleht, mich Schule wechseln zu lassen und hätte einfach, ich hätte die Schule gewechselt. Ich hätte die Schule gewechselt. Das ist übel peinlich. Wie hast du dich da rausgeredet? Was hast du gesagt? Wie konntest du das erklären? Was waren die Reaktionen von den Leuten aus deiner Klasse? War dein Crush in der Klasse? War am gleichen Abend am Bahnhof und wäre fast gesprungen. Oha, okay. Wir haben 3 Wochen Weihnachtsferien. Oh mein Gott, ja, er war in der Klasse. Oh mein Gott. Okay, das ist... Gab es ein Happy End? Seid ihr zusammengekommen oder so? Bin ich aber grundsätzlich sehr cool. Und in den ersten Blogs hat man die beiden dann noch miteinander gesehen. Und wenn er jetzt sagt so, yo, sie kann das bestätigen und sowas, ich glaube das jetzt einfach mal. Weiter schreibt er, währenddessen entfernt er ja alle möglichen Videos mit Mara und mir auf seinem YouTube-Kanal und veröffentlichte sein drittes Statement auf Instagram. Er postete weitere Instagram-Stories, die sehr
schwierig sind. In zwei davon hält er Händchen mit seiner jetzigen Freundin. Und da frage ich mich auch, wie kann er nur? Na, ich glaube, das kommt halt für manche so ein bisschen provokativ rüber. Gut, oh je. Da kann man halten davon, was man möchte. In einem Film da eine Sitzbank und sagt, hier ist meine Bank, von der ich... Oh, wirklich? Hat das so eine Wendung genommen? Okay, das tut mir wirklich leid. Aber ganz ehrlich, der Mann ist einfach nur Opfer in deiner Klasse. Also wirklich, der Mann ist einfach nur ganz große Opfer. Von beliebt zum Gegenteil in einer Sekunde. Oh no. Kinder und Jugendliche können scheiße sein. Die sind wirklich scheiße. Und der Großteil, also der Hauptgrund ist wegen eigenen Unsicherheiten. Meistens sind Jugendliche und so scheiße, weil sie mit ihren eigenen Unzufriedenheiten zu kämpfen haben. Und das so auf andere projizieren. Außerdem bin ich mir sicher, dass du immer noch die Coolste aus deiner Klasse bist. Also jetzt sogar im Nachhinein. I mean, es hat nicht jeder einen Arschgaul. Du hast eins, ich hab eins. Die in deiner Klasse nicht. Also gewonnen. Die Aussicht richtig genieße. Hier ist meine Bank, von der aus ich diese Aussicht normalerweise richtig genieße. Was ihr bisher nicht wusstet, diese Bank war damals von Rachel als Weihnachtsgeschenk für Simon extra angefertigt. Mit dem Hintergrundwissen kommt die Story sehr provokativ rüber. Es geht aber noch weiter. In einer anderen Instagram-Story filmt Simon eine schwarze Katze. Note, Tiger war ebenfalls ein schwarzer Kater und lässt den Song Lass die Leute reden im Hintergrund spielen. Hä, was macht ihr denn? Ich glaube das gerade nicht. Ich kann das jetzt persönlich nicht ganz so einschätzen, wie viel davon jetzt wirklich Provokation ist und wie viel halt nicht, weil zum Beispiel das mit seiner Freundin, naja, er postet halt Bild mit seiner Freundin, dann ist halt auch wieder der Kontext und keine Ahnung, hat er das davor auch gemacht und sowas. Ich habe ihn jetzt nicht auf Instagram gefollowt, also ich weiß. Also es wirkt auf jeden Fall wie so eine Trotzreaktion. Das ist so krass, weil Unge ja eigentlich, also klar, wer Unge so ein bisschen verfolgt, der weiß, der hat auch schon einen schwarzen Humor. Das hat Unge ja auch öfter mal gesagt, dass er einen schwarzen Humor hat. Und dass er dementsprechend mit manchen Situationen anders umgeht oder versucht, das mit Humor zu verarbeiten. Aber normalerweise, also wenn man sich jetzt so krass habe ich ihn jetzt auch nicht verfolgt, aber ich würde mal behaupten, Unge ist eigentlich relativ gut und empathisch in vielen Situationen, also sehr professionell aufgetreten, so das wollte ich sagen. Unge ist ja so die letzten Jahre sehr professionell auch aufgetreten in der Öffentlichkeit, würde ich mal behaupten. Aber das Verhalten, dass er da jetzt an den Tag legt, also es ist wirklich crazy. Also es wirkt crazy, es wirkt jung, es wirkt wie so würde sich ein jugendlicher Mensch verhalten. Jemand, der noch nicht ganz reif ist, nicht richtig mit solchen Situationen umgehen kann. Und das verändert mein Bild von ihm so, weil ich ihn irgendwie ganz anders eingeschätzt habe. Durch so diese Art, die man in seinen Streams, Videos mitbekommen hat, habe ich ihn irgendwie viel reflektierter eingeschätzt und viel erwachsener vom Verhalten. Und irgendwie wirkt er jetzt so ein bisschen crazy und unreflektiert und jung. Finde Unge immer noch einigermaßen sympathisch. Seine Tweets sind lustig as fuck. Ja, das ist halt wahrscheinlich, ja, kommt bei jedem anders rüber. Also ich finde es normalerweise finde ich die Art von Humor auch lustig. Ich finde halt, du musst immer gucken, in welchem Kontext du solche Dinge wirklich droppst. Und in seiner Lage finde ich, ist es nicht der coolste Move. Also für mich macht es ihn eher unsympathisch. Muss ich leider sagen, weil ich mochte ihn echt gerne, aber ich finde ihn dadurch, durch das ganze Verhalten irgendwie sehr unsympathisch. Der Crush von mir wollte wegen der Sache sogar zum Schulleiter gehen und hat es nur nicht gemacht, weil ich gefühlt rumgeflennt habe, wie leid es mir tut. Boah, ist das asozial. Was ist das denn für eine? Ist das nicht. Aber du merkst schon, in seinem dritten finalen Statement, was er dann auf Instagram in seiner Story gepostet hat. Ich hatte auch mal, ich war mal in einem Mädcheninternat und ich hatte auch mal einen Crush auf ein Mädchen dort. Ich habe die wirklich, ich fand die, ich bin nur noch wegen ihr in die Schule gegangen. Und sie hat eigentlich nie mit mir geredet. Also ich war das Gegenteil von cool von Anfang an. Und einmal hatten wir so eine Gruppenarbeit und dann wurden wir in eine Gruppe eingeteilt. Und dann haben wir miteinander geredet und wir haben uns echt gut verstanden. Wir haben so gelacht, wir waren so auf einer Wellenlänge und so. Wir haben uns echt gut verstanden. Und das war für mich wirklich so, ich bin so in die Schule gegangen. Ich dachte mir so, ja, ich gehe in die Schule und ich sehe sie wieder so. Sie ist echt süß. Sie hat dann nie wieder mit mir geredet. Sie hat einfach nie wieder mit mir geredet. Und da dachte ich mir so, okay,
Ja, gut. Und sie waren der coolen Clique. Das heißt, sie hat nicht nur nicht mit mir geredet, sie haben auch immer über mich gelästert. Das hat mir so das Herz gebrochen. Nur ganz bisschen. Also ich war jetzt nicht, ich habe sie nicht stark gecrushed, aber das war so, ich war beschämt quasi. Also es hat mich unwohl fühlen lassen. Das haben auch viele Leute gar nicht gesehen, also ich habe es auch erst gestern gesehen, okay? Da redet er vor allem davon, dass es ihm jetzt gerade richtig gut geht, weil er halt von Social Media weg ist und weil ihn das eigentlich gar nicht mal so wirklich alles interessiert. Machen wir weiter. Das haben mich auch wieder viele Leute gefragt, wie es denn geht. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich hatte schon längere Zeit vor, mich von Twitter zu lösen, weil sehr viel Negatives auf dieser Plattform passiert, ne? Also ob es jetzt nackte Inhalte sind oder gewalttätige Inhalte oder was auch immer, politische Inhalte. Ich war jeden Tag auf Twitter und habe immer gecheckt, was Neues ist. Und durch diesen ganzen... Ich fürchte, du wirst jetzt ins Eintracht-Spotted-Rabbit-Hole fallen. Vorfall, der jetzt passiert ist, obwohl da jetzt viele Unwahrheiten verbreitet worden sind. Auch Beachvolleyball anfangen zu spielen, Chat. Ist es trotzdem das Beste, was hätte passieren können, weil ich jetzt geschafft habe, mich von dieser ganzen Scheiße zu lösen. Ja, und dafür bin ich einfach super dankbar. Ich bin einfach dankbar dafür, dass mir so die Augen geöffnet worden sind, wie ich wirklich meine wertvolle Lebenszeit verschwende, indem ich irgendwie eine Stunde auf TikTok scrolle und im Nachhinein immer denke, was hat's mir eigentlich gebracht? Auch nicht nur im Hinblick auf Social Media sind mir die Augen geöffnet worden, sondern auch im Hinblick auf Menschen und Freunde. Ich habe das Gefühl, ich habe so ein enges Bonding mit Freunden und auch vor allem mit meiner Partnerin in der Zeit bekommen, weil es so wirklich gezeigt hat, in diesen schweren Zeiten, wer da zu einem hält, das ist halt real und nicht diese ganze Fake-Scheiße. Ich habe einfach das Gefühl, es ist ein sehr guter Start in ein komplett neues Kapitel und ich freue mich einfach darauf. Das Ding ist, die Einschätzung von der Situation ist gerade ein bisschen blöd, weil es gibt jetzt verschiedene Statements, es gibt verschiedene Sachen, die passiert sind. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, er hat kurz, also irgendwie, keine Ahnung, 45 Minuten, nachdem er dieses Abschiedsvideo auf YouTube gepostet hat, ich hoffe, ihr kommt mit, hat er zwei Sprachnachrichten auf Twitter gepostet, in denen er sich dann nochmal entschuldigt bei den Leuten, die er verletzt hat. Die hat er dann ja auch wieder gelöscht. Also die hat er gepostet und dann wieder gelöscht, die habe ich auch nie gehört. Und so fort. Das war für mich das Beste an dem ganzen Statement. So, das war Einsicht. Das war der Einsicht-Part. Mittlerweile hat er die aber dann auch schon wieder gelöscht gehabt und dann seinen Account auf privat gestellt. Ich verstehe halt nicht genau, in welche Richtung wir uns jetzt genau bewegen. Zuerst provoziert er, dann streitet er alles ab, bevor er sich erneut entschuldigt, um das dann wieder zu löschen und generell alles zu ignorieren und zu sagen, naja, wurscht, mir geht's eh gut. Oder ich meine, wer bin ich, dass ich jetzt irgendjemandem sage, wie er sich vielleicht öffentlich zu präsentieren hat oder was genau er muss zeigen Bier kann trinken. Und was okay. Nicht. Du sagst mir als Frau nicht, wie ich als Mann, was ich zeigen darf und was nicht. Was ich damit sagen will, ist, ich finde es sehr interessant, okay, wie Leute mit sowas umgehen. Bei der Ali-Thematik hast du zum Beispiel kurz gesehen, okay, es gab eigentlich gar nichts. Es gab nichts, außer dann ein fettes Statement. Und dann eine Pause und dann noch einen Nachtrag auf Twitter, wo eigentlich nur Einsicht gezeigt wurde, wo geschrieben wurde, ey, ich merke das. Ja, ich muss sagen, Ali hat das eindeutig besser geregelt. Gerade dieses Twitter-Statement, das fand ich sehr gut geschrieben. Das war wirklich sehr gut. Natürlich, man kann darüber diskutieren, war das jetzt ernst gemeint, war das nicht ernst gemeint, hat sie das jetzt nur geschrieben, um den Shitstorm zu verkleinern oder zu verhindern. Aber ich fand's gut. Also ich fand das Statement wirklich gut. Sie hat Einsicht gezeigt, sie hat gesagt, sie zieht sich zurück, sie wird an sich selbst arbeiten. Also genau das, was man eigentlich hören wollte, genau das, was man, was sich auch die Betroffenen gewünscht hatten. Während Unge irgendwie um sich schlägt wie ein Kind, wie ein Kind. Dass ich Leute verletzt habe und ich möchte eine Therapie machen und ja, ich werde jetzt zurückziehen war, und werde daran nicht arbeiten gut. Und sowas. Macht das das Ganze jetzt ungeschehen? Na, überhaupt nicht. Aber es ist ja genau das, was du eigentlich willst, oder? Ich glaube, das wäre in der Situation dann auch gar nicht so ein schlechter Approach für Unge, weil ich meine, je mehr Öl du ins Feuer gießt, desto schwerer wird es, den Brand zu löschen. Gruß an Stange. Aber ja, meine Freunde, was haltet ihr von den Themen? Oh Gott. Ihr Unge versucht dann nochmal ein Comeback zu starten oder ist ihm das relativ egal oder provoziert er ja absichtlich oder scheißt da drauf und wird einfach Ziegenhirte? Lasst mich gerne wissen, lasst mir auch gerne ein Like da, meine Freunde, lasst mir auch gerne ein Abo da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Okay, das war doch ein gutes Video. Zwar nichts Neues, aber es war ein gutes Video.